Das ist wieder ein kleiner Schrein. Ich habe dem weinenden Gott schon viele heilen sehen, ohne dafür etwas zurückzuverlangen. Er ist ein huldvoller und hilfsbereiter Gott. Ja, das ist er. Oh, und ihr habt sogar einen Bettler. Ja, eine Goldmünze für dich. Ich glaube nicht, dass ich jemals so viele verzweifelte heruntergekommene Leute gesehen habe. Können wir nicht einfach gehen, Talisa? Wenn ich nur daran denke, dass Leute so leben müssen, wird mir ganz kalt. Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Seid mir gegrüßt, meine Schwester. Willkommen in dieser Zuflucht für die Leiden und Bedürftigen. Ihr Martha bietet allen Schutz und Heilung, die ihrer bedürfen. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne ein wenig über Ilmata erfahren. Ilmata ist ein guter und mildtätiger Gott, der jenen hilft, die in Not geraten sind. Man merkt uns allen zu helfen, unabhängig davon, wer sie sind. Der Heilige nimmt die Last der anderen auf sich. Wie ihr sehen könnt, gibt es in Alcatla für das Mitleid des weinenden Gottes viel Bedarf. Wir bitten euch, etwas zu spenden, wenn es euch möglich ist. Wenn nicht, macht das aber auch nichts. Dann zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Zauber sind immer die gleichen. Auferstehung, Genesung, Heilung, Tote erwecken, wobei Auferstehung halt die mächtigere Variante ist. Er hat Tränke. Er verkauft sogar konzentrierte Heiltränke. Sehr gut. Tote erwecken, Gift neutralisieren, hat er alles im Angebot. Genesung auch. Wir wollen aber erstmal spenden. Und 2500. Spenden wir nochmal 500. Und nochmal 500. Noch einmal. Und noch ein letztes Mal. Gucken wir mal, was wir so erfahren haben. Reinhard Blutskalb ist der Anführer der Schattendiebe in der Stadt. Und er ist der oberste Boss mehrerer Gildenmeister, die in ganzer Zeit Katla ihren finsteren Geschäften nachgehen. Also ja, der Blutskalb ist wirklich der Anführer. Der hochehrenwerte Orden, über den kennen wir schon alles, Renner Blutskalb. Es gibt eine Gilde, die mit den Schattendiemen Club Fix steht. Sie rekrutieren viele neue Mitglieder. Die Schattendiemen sind aber noch stärker und sollen es eigentlich schaffen, sie zu vernichten, wenn sie es versuchen. Ja gut, das hat uns leider nicht geholfen, unseren Ruf vom Beliebt noch eins höher zu bringen. Also von 15. Aber wir sind ein bisschen spendabel gewesen. So, jetzt haben wir nur noch dieses Haus hier und dann sind wir auch hier in den Slums fertig. Ja, ich würde eigentlich gerne in die Kanalisation gehen und dort das Quest mit den Augenlosen machen. So, das war abgeschlossen. Frag keine große Herausforderung. Und hier ist niemand. Yoshimo, geh mal nach Fallen suchen. Das hier sieht nach einer ziemlich kleinen Mehrfamilienwohnung aus. Die aber ziemlich reich sind. Von daher gucken wir einfach mal, was sie so haben. Kriegshammer plus 1 zum Beispiel. Ja, definitiv. Hier gibt's was zu holen. Und einmal Ablenkung. Das kann auch verkauft werden. Warum hat Keldon eigentlich Verletzungen davongetragen? Ah, wahrscheinlich im Kampf gegen die Rüpel. Nun gut. Draußen. Was immer ihr wünscht. Okay, wir gehen jetzt in die Windspeerhügel.
Weil das Brückenviertel würde ich mir gern noch ein bisschen aufheben. Und auch den Tempel. Und ich frage mich echt, warum die Hunde hier so komisch aussehen. Da habe ich vielleicht irgendwas beim Patchen oder mit der Whitescreen-Mod verkackt. Gut. Windsperrhügel. Oh. Bestienschwein, euer Terror hört jetzt auf. Was? Können wir darüber reden? Nein, ihr seid das Böse, das hier und heute zerschmettert wird. Wartet, ich will mir durchspechen. Ihr seid tot, ihr, das Echo meiner Worte euren Kopf erreicht, Ungeheuer. Ihr seid ungeheuer redegewandt für eure Bestie, eure Größe. Wir sollten ein Weilchen reden. Keine Worte mehr. Eure Lügen werden dieses Land nicht länger beflecken. Eure Verbrechen werden die Leute keine Sekunde mehr plagen. Oh. Ogre. Ogre. Ogre Markus. Ich zermal durch die Zeit. Okay. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Seid ihr überhaupt böse? Na gut, ihr gebt Erfahrungspunkte. Selbst die Gnoll-Elite. Was geht hier vor? Ich habe in meinem Leben wahrhaftig schon viele verwunderliche Dinge erlebt. Aber die Vorgänge der letzten Augenblicke schlagen das alles um Längen. Wer seid ihr, dass ihr ohne weiteres eure Gestalt ändern könnt? Und warum habt ihr diese menschgewordenen Bestien erschlagen? Mein Name ist Talisa. Was wollt ihr damit andeuten, mein Freund? Was habt ihr gesehen? Ich frage mich, ob ich gesehen habe, was ich glaube gesehen zu haben. Ihr habt gegen Ober gekämpft und doch brachte der Tod menschliche Körper hervor. Jetzt sind keine Monster mehr da, nur noch ihr und diese toten Ritter. Ja, ich habe Monster umgebracht, keine Ritter. Nein, wir wurden ausgetrickst. Ja, ich denke, ihr habt recht, Talisa. Ihr Antlitz ist zwar blutverschmiert, dennoch handelt es sich hier offenbar um abgeschlachtete Mitglieder meines eigenen Ordens. Einen von ihnen erkenne ich, einen Ritter, der weit die Schwertküste hinauf tätig war, mit Namen Ajantis. Ajantis, der Name sagt mir auch was. Der war, glaube ich, hätte als Gruppenmitglied in Baldur's Gate 1 herhalten können. Zu was für einer furchtbaren Tat hat man uns verleitet? Zu diesem Schluss bin ich auch gekommen, aber die Helmpriester werden nicht glauben, was passiert ist. Sie werden Gerechtigkeit fordern und ihnen werden nur eure Köpfe genügen. Das ist in der Tat eine schlimme Nachricht. Was schlagt ihr vor, was sollen wir tun? Ich schlage vor, dass ihr bei mir Unterschlupf sucht, bis ihr herausfindet, wie dieses unglückliche Ereignis überhaupt geschehen konnte. Es wird meine Ehre sein, eure Gastfreundschaft anzunehmen. Kommt mit, meine Hütte liegt nicht weit von hier entfernt im Süden von ihr. Ich werde dort auf euch warten. Okay. Hütte der Windspeers. Naja, heißen auch Windspeerhügel. Wenn ihr es wollt. Ich würde gerne alle auswählen. Aber erstmal möchte ich gerne zurück nach da oben. Hat uns vier Kark also reingelegt. Deswegen haben die Jungs auch so viele Erfahrungspunkte gegeben, weil sie keine einfachen Monster waren. Schwarzbär, lässt du uns vorbei oder wirst du aggressiv wie in Baldur's Gate 1? Nein, du lässt uns vorbei, das ist gut.
Ich muss nämlich hier in den Windspeerhügeln auch immer noch die Dryadenquest abschließen. Endlich mal. Ich schleife nämlich die Eicheln schon seit 19 Tagen mit mir rum. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ja, Harry, wir rasten gleich in der Hütte. Wir haben aber einen neuen Tagebucheintrag. Das Treffen mit Tolkaris, das Treffen mit Valen Zerrin, Hütte im Brückenviertel, Kult der Augenlosen. Gefallene Paladine. Gelnbeets Honorar. Herr Dallis. Kangaks Körper wiederherstellen. Korgan und das Buch von Kassa. Reise zu den Windspeerhügeln, genau. Ja, ein gewisser Fürst Vierkark und da 21. Tag. Offensichtlich hat man mich reingelegt, damit ich einen Trupp Paladine umbringe. Sie waren durch eine Illusion getarnt, die sie wie Oger aussehen ließ. Anscheinend sah ich für sie auch so aus. Der höchst ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens wird an dieser Tat garantiert Anstoß nehmen und ich habe nur einen einzigen Zeugen, der den Vorfall bestätigen kann. Ich habe sein Angebot angenommen, mich in seiner Hütte zu verstecken, die etwas südlich von der Stelle gelegen ist, an der das Blutvergießen stattfand. Ja, und die Quest haben wir am zweiten Tag angenommen, also wirklich schon fast 20 Tage ist es her, dass wir... Ich erwarte eure Anweisung. Ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. Ich bin beauftragt, ihr eben führt mich ab. So viel habe ich erwartet. Ja, und die haben nichts Wertvolles bei sich, so wie es aussieht. Dann schänden wir die Leichen mal nicht. Sondern gehen erst zu der Hütte zurück, weil wir müssen uns mal ausruhen. Ohne dabei von weiteren Gesehen angegriffen zu werden. Ja, und sicher, egal was wir gemacht hätten, wir wären angegriffen worden, weil sie uns für Oger halten. Eure Gruppe erst gehalten haben. Ah, ihr seid angekommen. Das habe ich mir schon gedacht. Vielleicht solltet ihr euch erst einmal so gut wie möglich mit eurer Situation vertraut machen, bevor ihr loszieht und euch umbringen lasst. Ihr wurdet auf gemeine Weise getäuscht. Ich weiß eure Gastfreundschaft zu schätzen. Was ist mit euch geschehen? Diese Verunglimpfung meines guten Rufes ist untragbar. Ihr könnt mein Leid gar nicht nachempfinden. Ich werde alle vernichten, wer auch immer das, mir das angetan hat. Sie werden meinen Zorn nicht überleben. Ah, ich weiß eure Gastfreundschaft zu schätzen. Ihr leidet nicht allein unter Falschheit und Betrug. Mir passierte es genauso, doch meine Heimsuchung war weniger blutig. Einst war ich der Fürst dieses Landes und besaß Einfluss im Herzen von Am. Alles wurde mir genommen, es geschah beinahe über Nacht und die Wunden liegen in meinen Träumen immer noch offen. Ich bin jetzt zufrieden, da ich Trost in der Stille der Wälder gefunden habe, doch ich verfluche auf immer den Namen Fürst Jiredan Vierkark. Krak. Ich kenne diesen Namen, er war es, der mich bat, das Land von der Bedrohung durch die Oger zu befreien. Vierkark, dann war er es. Der meinen Untergang angezettelt hat. Er war derjenige, der mich angeheuert hat. Nehmen wir mal das Erste. Das passt zu seiner Art, einen ausgeklügelten Plan auszuhecken, um einen Rivalen in Misskredit zu bringen. Ich verstehe jedoch nicht, warum er auch euch aufs Korn nimmt. Mein Fall ist offensichtlich. Er will mein Land, daher verunglimpft er mich. Leute wurden vermisst, die nur er finden konnte. Banditen trieben ihr Unwesen, dem nur er ein Ende setzen konnte. Und die Lösung für die Probleme, die er garantiert erst geschaffen hat. Ja, das macht Sinn. Ich hörte einmal, wie sein Name in wenig seriösen Kreisen erwähnt wurde. Dieser Jiredan scheint ein ganz besonderer Fall zu sein. Letztendlich wurde mein Besitz in einer einzigen Nacht vollkommen zerstört. Die Leute verloren ihr Vertrauen in mich und mein Einfluss bröckelte ab. Wie es scheint, seid ihr jetzt sein Ziel. Er unterminiert also eure Herrschaftsgebiete, aber warum ist er hinter mir hier? Das hört sich an, als ob er ein wirklich bösartiges Monster ist. Ich werde versuchen, ihm für diese Verbrechen den Garaus zu machen. Warum ist er hinter mir her? Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ihn auf irgendeine Weise beleidigt, doch ohne es zu wissen. In seinem Bestreben ist er ziemlich eigenwillig.
Alles, was ich weiß, ist, dass er nicht eure schlimmste Sorge sein wird. Der höchste ehrenwerte Orden des strahlenden Herzens wird euren Tod anstreben, wenn nicht ganz schnell etwas passiert. Wir wären für jede Hilfe, die ihr uns gewähren könnt, außerordentlich dankbar, Gavin Windspear. Ich habe im Orden ein paar Freunde, ich werde so schnell wie möglich mit ihnen sprechen. Vielleicht kann ich sie überreden, sich euch gegenüber wohlwollend zu verhalten. Ich kann es aber nur versuchen.